heiße Martin Haller. Und wie kommen wir jeden? Günther Katerl. Und Ulrich Aspitzberger. Die beiden haben vorher schon einen Wettbewerb miteinander gespielt, wir dann gegeneinander und irgendwann halt dann doch alle miteinander. Also es war eigentlich über das Wettbewerbs. Also nicht klassisch als Studenten, sondern wir haben uns beim Arbeiten. Wir haben uns im Büro kennengelernt und wir haben uns sowieso schon immer gekannt. Wir haben uns vorher schon gekannt. Fertig. Habt ihr so eine gewisse Grundphilosophie oder eine Botschaft, die in jedem von euren Projekten drinsteckt? Ja, every time a new challenge, sagen wir immer. Also eigentlich könnte man auch sagen, das ist dann keine oder jede. Also alles und nichts. Es muss immer genau auf dieses eine Projekt passen. Also es ist nicht, wir haben eben genau das nicht, dass man es nach Schema F aus dem Schubladen rauszieht, aber das wollen wir eigentlich nicht, das macht uns keinen Spaß. Vielleicht wird man automatisch irgendwann so oder gibt es gewisse Sachen, wo sich das dann einspielt, aber das ist nicht unsere Philosophie. Die ist vielmehr zuerst einmal alles hinterfragen, möglichst genau analysieren und dann irgendwo anzusetzen, aber nicht wieder beim Gleichen. Nicht wieder formal genau das Gleiche machen oder auch von der Idee das Gleiche zu machen, sondern das gleicht sich ja ganz selten. Also es sind immer Bauherren unterschiedlich, die Aufgabenstellung unterschiedlich und von mir aus geht die Sonne auf der anderen Seite auf und das reicht schon, um die Sache völlig anders wieder zu beginnen, gedanklich. Und somit kommen auch unterschiedliche Sachen raus. Also ich glaube nicht, dass man dann irgendwann einmal sagen kann, das ist jetzt quasi aus der blauen Phase von Karamellen, das ist aus der roten Phase und das ist aus der grünen Phase, sondern blaue eigentlich, Phase könnte schon sein. Aber eigentlich ist es halt so, dass man schon mit, in Wahrheit bei jedem Projekt die Welt neu erfinden wollen. So starten wir zumindest. Und eigentlich ist das auch das Ziel, nicht nur für den Start des Projekts, sondern auch fürs Ende. Sagen, das soll ganz anders sein, als das, was wir gemacht haben. Es interessiert uns nicht so wahnsinnig. Eben so diese normale Weiterentwicklung, das Mal sind wir so weit gekommen, das nächste Mal versuchen wir nur ein bisschen weiter zu kommen, sondern wir suchen uns gleich von Anfang an eine ganz neue Richtung, wenn es irgendwie geht. Versuchen wir zumindest. Oder wir bilden uns ein, dass wir das tun. Also eben sehen, dass ihr mit allen verschiedenen Materialien arbeitet. Ja, das also, wäre ja auch so ein Thema. Oder ein eigenes Material oder nach welchen Kriterien suchst du euch die Materialien aus? Ja. Naja, schon projektbezogen. Wir versuchen bei jedem Projekt, every time a new challenge bedeutet auch, dass wir es probieren, dann auf den Punkt zu bringen und versuchen mit einem Satz, mit einem Wort teilweise die Projekte zu erklären. Und das beinhaltet dann gesamtheitlich auch immer wieder neue Materialien ausprobieren, neue Konzepte ausprobieren. Und wenn wir uns irgendwie Sorgen machen, dann machen wir uns eher Sorgen, dass wenn es so etwas wie eine Corporate Identity gibt, wenn sich die Projekte gleichen, das ist das, was zuerst erwähnt wurde. Also wir wollen, dass wir immer wieder neu anfangen. Und deshalb bist du mit einem neuen Material. Every time a new challenge, ihr habt ja jetzt wirklich auch in klassischen Dimensionen gebaut, in Linz, dieser Campus, das ist was ganz was Riesiges, ihr baut aber auch Einfamilienhäuser. Lernt man auch was für eine Dimension, was für die andere? Absolut. Natürlich. Erstens lernt man, dass wir es mit gleich viel Enthusiasmus betreiben, ob wir jetzt irgendein Fantasieprojekt in Form einer Installation planen oder riesige Gebäudekomplex wie die Universität, der Zugang ist der gleiche. Das lernt man primär davon. Und deshalb kann man dann auch, nachdem der Zugang der gleiche ist, kann man die Sachen auch unterschiedlich aufeinander anwenden. Es ist also kein Unterschied, die Größe des Projektes macht keinen Unterschied im Zugang zum Entwurf. Macht sie jetzt mehr als nur Architektur oder ist Möbeldesign auch ein Teil? Alles ist Architektur. Und deswegen machen wir einfach auch alles. Es ist uns irgendwie nichts zu blöd. Und Möbel ist eben viel zu kurz gefasst. Ja. Ich hätte gesagt, Möbel machen wir gar nicht. Aber das, ja, eben, wir machen, aber halt andererseits, wir machen alles. Das gehört ja alles, es ist ja irgendwie alles eins. Es gibt einfach alles. Gibt ein Thema, das kann sein, macht es mal einen Abend. Und dann machen wir den Abend. Und das ist genauso ein Architekturprojekt, im Prinzip. Oder was ist schon Architektur? Vielleicht ist das uninteressant. Man nennt halt das, was unseren Berufsstand Architekten, aber eigentlich ist es schade, weil es ist natürlich viel breiter und deckt natürlich andere Sachen ab. Leider machen wir nicht mehr Abende, sondern leider machen wir sehr viel heißer. Es macht eh viel mehr Spaß, Abende zu machen. Aber es geht in jede Richtung weiter. Also es geht in die Richtung nach oben, Richtung Soziologie und das geht dann im Maßstab komplett nach oben, aber es geht genauso im Maßstab auch komplett nach innen. Wie fühle ich mich selber bei einer Tätigkeit wie im Sitzen? Und was bedeutet das für mich, wenn ich irgendwie ein Sitzmöbel in einer Wohnung kreieren muss? Oder wie fühle ich mich beim Reden über Architektur? Vielleicht sind es die falschen Fragen und falsche Antworten. Also es geht vom Persönlichen bis in
Dimension Städtebau der ganzen Welt, in alle Richtungen. Es ist ja der soziologische Part, könnte man das jetzt annehmen, dass man schaut, wenn ich mir denke, was passiert ist, wie wir begonnen haben vor 10 Jahren, was da ein modernes Haus war oder was da so die allgemeine Bevölkerung unter einem modernen Haus vorgestellt hat, was es jetzt darunter vorstellt, das ist eine Entwicklungsarbeit. Und das machen aber nicht nur wir, das machen im Prinzip, würde ich mal sagen, so ziemlich alle Architekten gemeinsam eigentlich. Wo man halt schaut, dass man halt irgendwie weiterkommt. Und man macht ja sehr viel mit einem einzelnen Haus, das man irgendwo hinstellt. Da sagen zuerst einmal die Leute irgendwie so, was ist das? Und dann gehen sie mal rein, dann sehen sie mal, was einfach auch was anderes gibt, als das, was sie gewohnt sind. Und irgendwann einmal sagen sie sowas wie, aber auch. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Schneeballsystem, das aber eigentlich recht gut funktioniert. Also ich glaube, was den Lebensstandard in Bezug auf Wohnen betrifft, hat sich die Welt oder unser Land schon ziemlich weiterentwickelt in die letzten Jahre, zum Glück. Und es ist noch viel Spielraum nach oben, aber es ist trotzdem auch schon viel passiert. Eben dieser Spielraum, die Architekten, da gibt es immer so diese großen Ideen, aber dann eben durchs Baurecht und sowas, wie zu viel ist eingeschränkt. Also ich glaube, dass erstens ist innerhalb des Baurechts, glaube ich, sehr viel möglich. Und zweitens entwickelt sich das Baurecht ja auch weiter. Das Baurecht wird sich zwar immer zeitverzögert entwickeln, aber Baurecht ist ja nicht etwas, was eher dasteht, sondern auch das unterliegt einer gewissen Entwicklung. Meistens nicht in die bessere Richtung. Aber theoretisch haben wir als Architekten auch die Möglichkeit, ins Baurecht einzugreifen, indem wir Stadtraumentwicklung, Gebäudeentwicklung an die Stadt herantragen und damit versuchen, das Baurecht in die Richtung zu ändern, wo wir glauben, dass die Architektur geht. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch das zu ändern. Obwohl es in Wahrheit natürlich immer strenger wird, es gibt nicht nur ein Baurecht, es gibt ja hunderte und es wird einfach wirklich immer strenger, aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns jetzt in ein Korsett gezwängt fühlen, weil es ein Baurecht gibt. Eigentlich sage ich, das ist uns, das gibt es halt auch, aber dass wir jetzt in unserer Tätigkeit eingeschränkt sind. Ich glaube, es sind eher andere Sachen, die dann ärgerlich sind. Das Baurecht ist vielleicht eins, aber es gibt eine Fülle von meiner Meinung nach sinnlos oder unserer Meinung nach sinnlosen Reglementierungen, die dann einen viel wütender machen, wie diese Verschwendung von Grünraum rund um die Stadt, wie wenig die Verdichtung, wie wenig mit System unsere Zukunft verbaut wird. Das ist das, was uns stark ärgert und auch einschränkt. Ich meine, dass man baut und dass Leute einem grünen leben wollen und so weiter, ja, alles in Ordnung. Aber da, das ist weniger das Baurecht, das ist also dieses Konvolut an Reglementierungsmaßnahmen, die sind schon sehr, sehr, sehr mühsam und das ist schade eigentlich, dass man das. Kann man reingehen? Es gibt einige, die was tun, aber man müsste eigentlich viel mehr tun, auch die Kritik an uns. Also eigentlich ist das auch ein wesentlicher Punkt oder Job des Architekten. Man muss gesellschaftlich mehr tun. Wenn ihr aber über einen längeren Zeitraum gedacht da einfach Nachbesserungsbedarf seht, dann muss ich gesellschaftlich relevant tätig werden, indem ich sage, okay, dann entwickle ich Zukunftskonzepte für die Stadt Wien oder für welche Größenordnung auch immer, die zur Änderung dessen führen, was mir offensichtlich stört. Und da sind wir wieder dort, dass man irgendwann versucht, im Großen, so mit sowas, was jetzt Martin angesprochen hat, zu ändern, aber natürlich auch im Kleinen, quasi in der Familie. Wenn ich jetzt heimkomme zu mir aufs Land, da wird natürlich immer noch gefragt, warum soll ich mich da nicht herbauen werfen? Das ist ja mein Grund. Und ich sage, ja, das müsst ihr doch verstehen. Also ich würde es nicht erlauben. Die sagen, ja, der Bürgermeister, du musst es erlauben. Ich sage, es ist einfach sinnlos. Ich meine, unser Land ist komplett zersiedelt, weil sich jeder hinstellt, wo er will. Weil das macht es halt mit dem Bürgermeister aus. Und dann muss man halt eben, das ist dann im Kleinen auch versuchen, denen auszureden, dass das gescheit ist. Es hilft meistens eh nichts, aber trotzdem, es ist halt, man setzt unten und oben an. Und irgendwo trifft man sich mal in der Mitte und dann hat es was geholfen. Und jetzt noch die Abschlussfrage. Was, also jetzt für uns Architekturstudenten, was ist so euer Tipp oder was habt ihr gemerkt, was ist so das größte Potenzial, was so ein Architekturstudium hat, was soll man sich davon mitnehmen und was soll man die Energie nicht so sehr verschwenden und wo soll man sich... Das ist ganz einfach, also entwerfen. Man muss das Architekturstudium mit Spaß am Entwerfen verlassen. Und nicht verunsichern lassen von irgendwelchen. Stahlbeton, Schmarren oder sonstigen Sachen, da muss man jetzt irgendwie durchdrängen, aber das Spaß dran haben. Ganz unbedingt mit Enthusiasmus an die Sache rangehen, dann wird es auch was.